In einem Beschluss der Erlangerinnen hieß es: Für unsere Emanzipation ist es wichtig, unabhängig von männlicher Kritik und Belohnung die Verhältnisse zu verändern. Es ist deshalb notwendig, dass keine Männer ins Frauenzentrum kommen. Der Audioguide beginnt mit der jüngeren Frauengeschichte in Erlangen. Dabei spielte das Frauenzentrum in der Gerbereistraße eine tragende Rolle. Besonders in den 80er Jahren war es ein zentraler Treffpunkt für die Frauenbewegung. Das Zentrum ist eine von insgesamt 21 Hörbahnstationen. Die Historikerin Nadja Benewitz hat die inhaltliche Gestaltung und Umsetzung des Rundgangs innerhalb eines Jahres erarbeitet. Dieses Frauenzentrum hier ist 1987 wirklich mit brechenden Besucherinnenzahlen eröffnet worden. Das war ein ganz großes Spektakel. Die Frage nach dem Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper, der Kampf gegen den Paragraphen 218, der Abtreibung unter Strafe stellte. Oder auch, was ganz wichtig ist, das Thema Gewalt gegen Frauen. Das ist eigentlich durch diese neue Frauenbewegung der 70er und 80er Jahre überhaupt erst zu einem gesellschaftsrelevanten Thema geworden. Die Gleichstellungsstelle im Büro für Chancengleichheit und Vielfalt hat den Audioguide in Kooperation mit dem Erlanger Tourismus- und Marketingverein dann realisiert. Für die Gleichstellungsbeauftragte Katharina Pöllmann-Heller bietet der digitale Guide eine gute Möglichkeit, Frauengeschichte in Pandemiezeiten näher zu bringen. Uns ging es vor allem darum, Frauengeschichte, das gesellschaftliche und politische Engagement von Frauen sichtbar zu machen und zu würdigen, denn das wird oft vergessen in der allgemeinen Geschichtsschreibung. Uns war wichtig, dass eine Vielfalt an Frauen dargestellt wird und dass eben deutlich wird, dass Frauen nicht eine einheitliche Gruppe sind, sondern dass sie je nach Hintergründen und Lebenswirklichkeiten auch ganz unterschiedliche Chancen und Handlungsmöglichkeiten haben. Auch hinter der Fassade der nächsten Station, dem ehemaligen Rathaus, verbirgt sich ein bedeutender Moment für den Kampf um Frauenrechte. 1919 fanden hier die ersten Wahlen statt, an denen auch Frauen teilnehmen durften. Der historische Moment ist also, dass hier am 15. Juni 1919 zwei Frauen in den Stadtrat gewählt werden und nun endlich dieses Männerparlament sprengen. Es ist eine Sozialdemokratin, Margarete Dressel, eine junge, verheiratete Frau mit Kindern. Und es ist eine ganz bekannte Lehrerin, Elise Späth, die für die Liberalen hier einzieht. Nicht nur in der Politik, sondern auch in Bezug auf Schulbildung von Frauen gab es in Erlangen wichtige Akteurinnen, wie zum Beispiel beim nächsten Halt in der Hauptstraße 23. Albert Einstein charakterisierte sie folgendermaßen: Sie ist das bedeutsamste schaffende Genie seit der Zeit, da Frauen begannen, nach höherer Bildung zu streben. Hier begibt man sich auf die Spuren der Mathematikerin Emmy Noether. Selten, dass für eine Frau im öffentlichen Raum Gedenktafeln angebracht worden sind. Erlangen kann durchaus stolz sein auf diese große Naturwissenschaftlerin, die hier also zur Welt kam, die hier die höhere Mädchenschule besucht hat und die hier auch promoviert hat, 1907 als eine der ersten Promovendinnen überhaupt. Neben der Mutter der Algebra wurden noch viele weitere Frauen porträtiert. Mit dem Audioguide kann die städtische Frauengeschichte seit kurzem auf eigene Faust erkundet werden. Die Audiodateien sind kostenlos, entweder telefonisch oder online abrufbar. Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage.